Viele wünschen sich, dass die Innenstadt wirklich attraktiver wird. Susanne Linnebach vom Amt für Stadterneuerung. Die Stadt geht das jetzt an. Wie denn? Ja, indem wir nach draußen gehen und indem wir viele, viele Menschen fragen, wie sie sich denn ihre Innenstadt auch in der Zukunft vorstellen. Also es gibt Veranstaltungen, aber es gab auch eine Online-Befragung, die wir gemacht haben mit vielen, vielen Menschen, die sich da auch beteiligt haben. Ja, die Ergebnisse sind ausgewertet. Was ist denn drauf auf dieser Ich-wünsch-mir-was-Liste? Also da ist drauf, dass die Innenstadt an der einen oder anderen Stelle sauberer werden soll. Aber vor allem wünschen sich die Menschen mehr Aufenthaltsqualität. Also sie wollen wissen, was ist das Besondere in der City. Sie wollen gerne mehr Grün und sie wollen gerne mehr Wasser und sie wollen mehr Außengastronomie. Mehr Grün, mehr Wasser, bessere Gastro, kann man sowas nicht ganz, ganz schnell umsetzen? Ja, in Teilen geht das. Also das sieht man auch an der einen oder anderen Stelle, wo wir diese Pop-up-Gärten haben, also diese kleinen Gartenbereiche, die auch gestaltet werden oder wo wir die grünen Inseln haben, die in der Innenstadt rechts und links zu sehen sind. Aber es gibt natürlich auch Dinge, die brauchen etwas länger Zeit, das ist klar. Und Sie gehen das Ganze jetzt an, aber vorher finden weitere Befragungen statt. Sie gehen in einzelne Quartiere. Was steckt dahinter? Genau, also die Innenstadt hat viele unterschiedliche Quartiere, die alle auch ein eigenes Gesicht haben und eine ganz eigene Qualität. Und da wollen wir herausfinden, welche Qualität ist das? Und wir fragen wirklich, wie wollen wir uns zeigen in Zukunft? Was macht uns aus? Und deshalb gehen wir durch die Quartiere, um solche Profile zu entwickeln. Gab es denn auch irgendwas, was Sie komplett überrascht hat? Also, dass es hier auch Orte gibt, ja, die Menschen einfach nicht mögen? Ja, überrascht hat mich das nicht, aber die Orte gibt es natürlich. Also zum Beispiel der Bahnhofsvorplatz ist so ein Bereich, wo die Menschen sagen, da halte ich mich nicht so besonders auf. Und es gibt auch andere Bereiche und das ist ganz spannend. Da sagen die einen, das finden wir ganz toll und die anderen sagen, ach, das finden wir gar nicht so richtig toll. Welche Orte sind das? Ein Bereich im Westen Hellweg, den oberen Westen Hellweg. Manche finden es super, manche finden es gar nicht so toll. Sie gehen das Ganze jetzt wirklich weiterhin an, eben mit Befragungen, das haben Sie erklärt. Wie geht's denn jetzt wirklich konkret weiter? Wann hat diese City ein anderes, ein attraktiveres Gesicht? Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es ist durchaus ein Prozess, der noch ein bisschen dauert an der einen oder anderen Stelle. Aber wir sehen auch, dass wir ganz vieles schon sehr kurzfristig auf den Weg bringen wollen und das machen wir eben auch. Und die Besucherinnen und Besucher der City und auch die Dortmunderinnen und Dortmunder dürfen mitsprechen. Dankeschön, Frau Linnebach, für das Gespräch. Gerne.